Seid mir gegrüßt allerseits zu einer neuen Daddelzeit hier mit Witcher 3 Wild Hunt. Und wir sind ja schon beim Coronata Weingut klitzekleines bisschen vorangekommen. Wollen aber auch ganz gerne, muss ich mal ganz kurz gucken, wenn ich hier Weinfäden, wo ist denn das andere? Da, wo ist das Weingut denn um und bei? Ah, hier habe ich doch die Weltkarte. Ob das da ist, wo ich es vermutet habe oder auch nicht. Ah, Weingut Castel Ravello. Das wird es denn offenbar wohl sein. Corvo Bianco Weingut. Okay. Wobei, das könnte es auch hier sein. Uff. Gute Frage, nächste Frage. Wo jetzt exakt das Weingut ist, kann ich nicht wirklich verorten. Cobianco, Mensch, irgendwo muss das doch sein. Wann denn? Verlassene Städte. Soll vorkommen. Nee, Castel Ravello war doch da, wo wir allgemeinen Auftrag bekamen, oder? Vermentino Weingut, wo ist das genau? Ist die Frage. Narr. Nee, Quest muss ich hin und dann sagen wir mal Coronata, optional. Lies die Nachricht, die du auf Coronata gefunden hast, das habe ich. Durchsuche Vermentino nach Hinweisen auf Sabotage. Das kann ich tun. Haben wir hier irgendwo Sabotage? Irgendwo müssen wir es doch durchschnuppern können, ey. Bah, wo ist denn die Markierung dafür? Hm. Nee, das ist noch nicht sonderlich tiefgreifend hier, was wir an Informationen haben. Aber gut, dann gehen wir eben das an, was ich schon markiert habe in der letzten Folge. Wird schon... Verdammt. Ja, ja, da tut dir ja nichts. Zumindest wurde ich bisher noch nie vom Blitz getroffen. Okay. Irgendwie finde ich den riesen Tausendfüßler unsympathisch. Wer macht denn sowas? So, scheint als wäre... Der Riesentausendfüßler oder die beiden, ich glaube, das waren zwei, wären jetzt, glaube ich, nicht mehr so das Problem. Ja, da wollen wir doch hin. Ach, hey, Jemine. Hey, Hunter. Das war's jetzt aber nicht, oder? Wollen die mich verkackeiern? Okay, Befehle für Calvin oder Kelvin. Keine Ahnung. Je nachdem, ob es irgendwie eine Temperaturangabe ist. Calvin, ich sag mal Calvin. Calvin und die Chipmunks. Calvin, du weißt, ich kann dich gut leiden. Besser als den Rest, denn dein Kopf taugt was. Aber die Sache mit dem Panther, ist das dein Ernst? Oder wie dein Ernst? Du hast einen verdammten Panther adoptiert. Ein paar unserer Männer kehrten mit so zerfetzten Ashen zurück, dass sie die nächsten Wochen im Stehen scheißen mussten. Und wenn sie nur daran denken, wieder auf Patrouille zu gehen, zittern sie auch schon wie Espenlaub. So geht das nicht weiter. Wie ich höre, hattest du sogar die Stirn, ihm den Namen zu geben. Hobbes? Hobbes, das gefällt mir. Du hast mehr als eine Schraube locker, was? Jetzt hör gut zu. Ich sage es dir nicht zweimal.
Der Überbringer dieses Briefs hat einen ordentlichen Geldsäckel bei sich. Das ist der Löwenanteil. Nein, das soll nicht witzig sein. Unsere letzten Beute. Und er gehört dir. Wenn du diese zu groß geratene Katze in die Wildnis schleppst und ihr dort die Kehle durchschneidest. Klar soweit? Du wirst dir von dem Geld zwei reinrassige Windhunde besorgen. Dann vergessen wir die ganze Angelegenheit. So bin ich, wenn ich großzügig bin. Ich kann aber auch anders. Strangen. Okay. Kleine Side Story, da hat jemand zu viel Liebe für den Panther gehabt. Zumindest gefiel es nicht jedem. Ja, ein Anfänger-Reparaturset ausnahmsweise mal. Ist definitiv was anderes. Nehmen wir einmal hier einen Panther aus. Wo haben wir den? So, erstmal das Geißblatt, dann den Panther. Ich meine, gibt ja auch ein paar kleine süße Rohstoffe. War ja auch ein kleiner süßer Panther. Ergibt ja irgendwie Sinn. So, haben wir hier noch irgendwo im Blickfeld? Nö, eine Truhe sehe ich leider nicht. Dann eben nischt. Dafür latschen wir dann einfach mal hier hin, dann können wir da hin und dann können wir überhaupt Dinge tun und am Ende sind wir alle glücklich. Ich habe keine Ahnung, wo dieser ominöse Hof sein soll. Von, beziehungsweise die ominösen Höfe. Sowohl den einen als auch den anderen kann ich nicht so klar einordnen. Aber egal. Wir sind am Ort des Geschehens jetzt eingetroffen. Personen in Not. Ach, Herr Jemine. Was haben wir denn hier? Ach, in der Höhle muss ich rein. Das ist ja mal was ganz Neues. Na gut, dann gehen wir eben in eine Höhle. Neckar oder so drinne? Oder worauf kann ich mich freuen? Nein, Banditen! Hallöchen! Wie geht's denn der Mademoiselle? Gerald ist wieder zufrieden mit sich selbst. Vielen Dank, nobler Ritter. Ich war in nördlicher Richtung auf Kräutersuche für einen neuen Wein, als plötzlich... Beruhige dich, es ist vorbei. Die Banditen haben mich entführt. In der Hoffnung auf ein Lösegeld. Da bin ich mir sicher. Aber so wie es Meister Liam geht, hätte er sie niemals bezahlen können. Oh, aber ich bin frei und in Sicherheit. Dank dir. Falls du auf der Suche nach Kräutern sein solltest, habe ich ein Lager auf Coronata. Kommst du mit mir? Ach, ist das ein verlockendes Angebot. Da komme ich natürlich mit. Geh voraus, ich folge dir. Was auch sonst. Kann ja nur schief gehen eigentlich. Das wird ein Hinterhalt oder sowas in der Art. Aber mal schauen, vielleicht erlebe ich ja auch eine Überraschung. Oder auch nicht. Da wären wir. Ich danke dir nochmal für die Rettung. Möchtest du wissen, was ich habe? Na gut, sie ist denn... doch nicht ganz so böse, wie ich dachte. Das Weingut scheint verwahrlost zu sein. Meister Liam ist wohl kein so gewissenhafter Eigentümer. Er tut sein Bestes. Er kann nichts dafür, dass unser Weingut eine Plage nach der anderen überstehen muss. Plagen? Welcher Art? Naja, dieser riesenhafte, gelbe, menschenfressende Sonntau zum Beispiel. Man kann keinen Fuß ins Grün setzen, ohne um sein Leben fürchten zu müssen. Ja, wie auch immer. Zeig mir deine Waren. Zeig mal, was du hast. So, was haben wir denn hier? Trank der Leerung. Nein, brauche ich nicht. Wiederherstellungstrank. Okay. Parfum. Neckerkrieger absolut. Nö, nö, das brauche ich, glaube ich, gar nicht. Kann leider nichts Brauchbares verkaufen. Das ist ein kleines Problem. Danke. Bis dann.
Okay, die war nicht böse. Okay, das eine Weingut hätten wir damit entdeckt, auf jeden Fall. So um und bei soll es aussehen. Okay. Dann könnte das das andere sein, oder? Hm. Müssen wir mal gucken. Vielleicht ist es das ja. Ah, und das auch schon. Das passt ja wunderbar, dass wir da in der Nähe jetzt sind. Aber erstmal möchte ich, wie gesagt, gerne nach Hinweisen suchen. Das wäre gar nicht mal so deppert. Durchsuche Vermentino nach einem Gedöns. Genau. Hier wollen wir hin, ab durch den Wein. Nicht sag's durch die Blume, sondern sag's durch den Wein. Ein Pfau, du stolzes Viech. Genau, da gibt's wieder lustige Tiergeräusche. So wie es sich gehört. Büro. Ach ja, stimmt ja, da war ja irgendwas. Hm. Was hatte ich mir denn als markiert? Ach, das hatte ich. Okay. Da bin ich wohl selbst schuld. Dann gehe ich mal munter hier weiter. Okay, da hätte ich natürlich Plötze nehmen können. Aber jetzt ist es zu spät. Jetzt bin ich schon zu Fuß unterwegs. Werd schon irgendwie hinhauen. Mal sehen, muss ich nur aufpassen, ob da irgendwie eine Einblendung kommt, dass ich auf dem richtigen Hof unterwegs bin. Vermentino Weingut, ja. Das passt mir doch wunderbärchen. Oh, hier sehen die eigentlich relativ zufrieden aus, habe ich den Eindruck, oder? Na, und? So, dann wollen wir doch mal hier reinschnuppern. Nee, da komme ich leider nicht rein, war ja schon fast irgendwie klar. Ah, hier komme ich aber rein. Okay, jetzt bin ich doch schon fast ein bisschen erstaunt. Und in der Theorie darf ich sogar plündern. Also, dürfen ist vielleicht zu viel gesagt, aber ich schrecke nicht davor zurück. Das trifft es wohl wahrlich ein bisschen besser. Hey, gehe ich mal in einen anderen Raum hier. Der ist ja auch schön groß. Findet man hier Dinge? Eine Bäuerin, die... Also, das ist wohl die Ausführung von im Boden versinken. Vor Scham. Die hat wohl irgendwas angestellt. Nö, da gibt es jetzt auch nichts so Wertvolles. Ja, aber ich möchte mich hier ja mal ein bisschen umschauen. Das ist ja so meine kleine optionale Aufgabe. Arbeite. Na, raus damit. Vielleicht gibt es ja auch irgendjemand, der reden mag. Da ist leider abgeschlossen mal wieder. Kann ich etwas für dich tun? Nee, der Aufseher ist auch nicht wirklich hilfreich. Okay. Mal sehen. Hier können wir nicht rein. Da können wir auch nicht rein. Wo können wir denn mal rein? Och, Menno. Wieso können wir überhaupt da nur das untere Stockwerk? Das ist doch auch irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Ein Holy Moly File, ja.
Nee, so wirklich Hinweise finden wir hier leider nicht. Das ist natürlich ein bisschen bescheiden, das Ganze. Ich weiß auch nicht, wonach ich suchen soll. Das ist irgendwie so das Problem. Einen richtigen Schmied gibt es aber nicht. Nee. Aber freundliche Anwohner auf jeden Fall. Gott, das muss hier doch irgendetwas geben. Vielleicht bei den Windmühlen, die so schön in Reih und Glied stehen. Och nö, ich darf hier nicht rein. Das ist natürlich gemein. Durchsuche Vermentino nach Hinweisen auf Sabotage. Da muss doch irgendwo was sein. Die Mühlen sind abgeschlossen. Wenn das nicht genug Beweis ist für Sabotage, dann weiß ich auch nicht weiter. So, kann ich hier rein? Nein, natürlich auch nicht. Alte Frau, wie geht's dir denn? Pass auf dich auf, mein Sohn. Ich bin nicht dein Sohn. Ich bin älter als du. Ah, sei gegrüßt. Willkommen. Ja, zumindest freundlich. Aha. Hab ich dir doch gerade erzählt. So, komme ich hier rein? Nein, leider auch nicht. Gibt es irgendetwas in der Questbeschreibung? Irgendwas muss mir doch hier weiterhelfen. Oder es geht eigentlich darum, dem anderen zu helfen und zu gucken, ob da auch irgendwelche Problemchen sind. Ach, ich werde nicht schlau aus dem optionalen Ding hier. Das ist irgendwie... Mit der berühmten heißen Nadel gestrickt. Lass mich in Ruhe. Was? Er wird die Arbeit kalt. So, hier muss doch irgendwo was sein. Wenn ich den Auftrag habe, dann muss ich doch auch was finden können. Am besten mit Geralds super-duper Hexersicht. Was haben wir denn hier? Haftbefehl für hast du nicht gesehen. Du hast aber große Schwerter. Ja, das haben mir auch schon diverse Frauen gesagt. Aber ich will ja nicht angeben. Warum so eilig? Ich hab's doch nicht eilig. Ich bin nur ein flotter Typ. So, einmal gehe ich noch da auf das Gut und wenn ich da nichts finde, dann soll es halt nicht sein, ne? Ich kann ja auch nicht jetzt mehrere Folgen aufwenden, um dann doch nichts zu finden. Das wäre auch irgendwie für die Katz. Oder für den Geralt. Was ist denn da oben? Ich weiß nicht. Vielleicht finde ich da ja was. Hey. So, jetzt kann ich hier rumhüpfen. Was gibt's denn hier? Nee, das... Da ist zwar was abgefallen, aber das hat nichts mit Sabotage zu tun. Das ist einfach nur schlecht gemacht. Handwerklich gesehen. So, ich muss mal gucken. Es muss doch irgendwo, da gibt es ein zweites Stockwerk. Da muss ich doch hochkommen. Wie komme ich da hoch? Ah. Gut, ich glaube, das habe ich übersehen. Nee, da finde ich nichts. Du benimmst dich vielleicht komisch.
Na, so wirklich fündig werde ich hier auch nicht. Ah! Oh la la! Por favor. Es muss hier doch irgendwo was rumliegen, was auffällig ist. Es kann doch nicht sein, dass ich hier nichts finde, also... Ach. Das ärgert mich schon so ein kleines bisschen. Irgendetwas. Oder das... Na, das sind eigentlich nur normale Bauern, die hier rumleben. Dabei sieht das doch eher nach dem Herrschaftsanwesen aus. Oder hier geht's da hinein. Ich weiß es nicht. So, da kann ich nicht. Da war, glaube ich, auch nichts zu holen. Nee. Was für Gebäude hat denn dieses Anwesen noch so? Mal kurz gucken. Vielleicht finde ich ja auf der Karte irgendetwas Sinnvolleres. Ha. Ne, das sind die größten Gebäude. Das sind die Windmühlen und... Tut mir leid. Da habe ich irgendwie nichts gefunden. Sehr schade und es tut mir für euch auch leid, dass ich hier die ganze Zeit rumgeeiert bin und am Ende nichts Zählbares gefunden habe. Da seid ihr jetzt doch irgendwas von Misthaufen die Rede gewesen. Ja, warum nicht? Genau, nach Misthaufen kann ich mal gucken. Ja! Das könnte der Hinweis schlechthin sein. Misthaufen. Guck mal, ich mach mal hier so. Warum nicht? Oder auch nicht. Nicht ganz so geklappt, wie ich wollte. Gibt es hier Misthaufen? Ein Königreich für einen Misthaufen? Hey, Kumpel! Okay. Mein Let's Play hat einen neuen Tiefpunkt erreicht. Ich suche nach Misthaufen. Nee, das sind keine Misthaufen, das sind andere Häufchen. Weil ich ja trotzdem mal versuchen kann. Einfach mal hier so... Zack. Man weiß ja nie, was passiert, aber... Nee, sieht nicht danach aus, dass man die anzünden kann. Es muss hier doch irgendwo einen Misthaufen geben. Wo habt ihr Misthaufen? Juhu, irgendwo müsst ihr Misthaufen haben. Denn auch aus Hackepeter wird Kacke später. Hier vielleicht irgendwas im Hinterhof. Nee, das ist irgendwie auch nicht so wirklich zielführend, glaube ich. Nee, hier gibt es nur alte Frauen. Das ist irgendwie auch nicht so ganz mein Metier jetzt. Mist, wir müssen hier doch irgendwie... Warum gibt es keinen Misthaufen? Okay, dann muss ich doch gehen. Wenn ich hier nicht mal das finde, dann... Dann bleibt mir keine andere Wahl als zu gehen. Schade. Das war noch so eine letzte Idee, die mir kam.
Oder vielleicht finde ich ja in einem Brief irgendwas. Können wir ja nochmal nachschnuppern. Weil das ärgert mich, wenn ich hier die ganze Zeit rumdüse und am Ende bringt es nichts. Was war das denn? Habe ich gelesen? Habe ich gelesen. Nee, das war's nicht. Ja, mein persönlicher Rat, vergrab's in einem Misthaufen, dort wird keiner suchen. Ha, nö. Na schön, dann bin ich mal weg. Da gibt's auch leider nichts. Aber einen Händler, den können wir mal aufsuchen. Sei gegrüßt, Reisender. Brauchst du was? Also, man munkelt. Darf ich mal einen Blick auf deine Waren werfen? So, was hast du denn hier? Viel zu wenig Geld. Da kann ich nicht großartig was verkaufen. Das ist natürlich doof. Dann sag ich mal auf Wiedersehen. Bis dann. Und ja... Auf Wiedersehen sage ich in mehrerlei Hinsicht, denn die Folge ist jetzt auch zu Ende. Von daher, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.